Hallo, ich bin der Volker und bin Lehrer für Posaune an der Musikschule in Hardt. Die Posaune zählt auch zu der Familie der Blechblasinstrumente wie das Waldhorn, die Trompete, das Tenorhorn und die Tuba. Die Posaune hat einen Zug, das ist der wesentliche Unterschied zu den anderen Blechblasinstrumenten. Wir verändern den Ton über den Zug, um Ein- und Auswärtsbewegungen machen wir mit dem Zug, um die Tonhöhe zu verändern. Ich mache das mal kurz vor. Sondern wenn sich die Hand vom Körper entfernt und der Zug wieder nach außen geht, dann sinkt der Ton und das nennt man in der Fachsprache ein Glissando. Und das Glissando können wir eigentlich nur auf der Posaune machen. Das ist das einzige Blechblasinstrument, bei dem das funktioniert. Ja, die Posaune ist sehr vielseitig einsetzbar, sozusagen fast überall. Angefangen von der Blasmusik über das Symphonieorchester, über die Big Band, Jazz-Combo, als Kammermusikinstrument oder anderen Bläserensembles, als Soloinstrument. Die Posaune kann man mit 7 bis 8 Jahren anfangen zum Lernen und für so junge Schüler und kleine Schüler haben wir auch extra Kinderinstrumente. Thank you.